So, meine Friends, hallo und herzlich willkommen hier wieder von Banks Games zu einem neuen Video. Und heute geht es um den Warlock. Wir haben hier ein schönes Warlock-Lehre-Bild, was auch natürlich passend für die Season 21 ist. Also wir gehen hier wirklich von A bis Z alles durch. Wir gehen durch den Fokus, wir gucken uns die Werte an, wir gucken uns das Exo an. Auch das Exo, mit dem wir spielen. Außerdem gehen wir auch noch hier in die Artefakt-Mods. Und ich glaube, wir legen hier einfach straight direkt los. Was ich euch zuerst vorstellen wollte für dieses Bild, was wirklich, wirklich, wirklich stark ist und was ich auch einfach nur empfehlen kann für Lehre und für dieses Bild, ist das Exo-Spurgewehr Wellenspalter. Also das Ding würde ich auf jeden Fall zu 100% reinsetzen. Wir gucken uns das Teil mal an. Generell, das Ding ist sowieso stark, aber wir haben hier unten noch den harmonischen Laser. Laserschaden hat 3 Stärken, die wechseln während der Abzug gedrückt. Ein Wert ist jetzt nicht so krass, also finde ich, klingt jetzt nicht so krass. Was hier aber heftig ist und wirklich wichtig ist für diese Season, ist die überladende Batterie. Wenn man eine Sphäre der Macht aufsammelt, wird für eine Weile maximale Power gewährt, die mit automatischem Nachladen beginnt. Das heißt, wir laden schon mal automatisch nach, das ist nice, aber jetzt kommt das Krasse. In diesem Modus werden Ziele durch Dauerfeuer unterdrückt und das ist wirklich absolut stark, also wirklich richtig stark. Warum das so stark ist, werden wir gleich noch sehen, aber ja, brutal kann ich euch schon mal im Voraus sagen. Wir schauen erstmal weiter. Als Exo benutze ich für die Rüstung Nezarek Sünde, ist ein starkes Exo für Leere. Leere Schadenkills erhöhen die Nachladerate von Fähigkeitenenergie. Also egal welche Fähigkeiten wir haben, wir laden wirklich eigentlich alles nach, wenn dieser Perk aktiv ist, also wenn wir leere Schadenkills machen, was wir in diesem Bild auch machen. Egal, wir killen ja sogar mit Waffen auch, also wir spielen auch mit leeren Waffen, kann ich auch nur empfehlen. Haben wir hier wirklich teilweise 300% zusätzliche Basisregenerationsrate, auch 200% zusätzliche Superregenerationsrate zum Beispiel. Also wir haben hier schon wirklich starken Fokus auf Regenerationsraten, also auf die Fähigkeiten, Energien, die dann wirklich schnell auch zurückkommen. Und das ist auf jeden Fall auch gut für dieses Bild. Allein schon, dass wir dann auch viele Granaten auch werfen können. Das ist auch beim Warlock, finde ich, sowieso immer ganz geil. Mit den ganzen Granaten. Das hatte ich noch für Waffen mit. Ich habe hier noch Dirigierend mit. Leere Granatenwerfer kann ich absolut empfehlen. Kann man schmieden. Ist ein wirklich starkes Teil. Konnte man schmieden, kann man schmieden. Ich weiß gar nicht, muss immer noch schmieden. Kann auf jeden Fall starkes Teil. Kann ich empfehlen. Hier habt ihr natürlich aber freie Auswahl auch, was ihr da nehmen wollt. Und auch im ersten Slot habt ihr freie Auswahl. Ich würde keine Sekundärwaffe empfehlen, weil wir ja schon mit Wellenspalter spielen. Und die verbraucht schon Sekundärwaffen Munition. Ja, Wellenspalter, Regierend. Leere Schaden, brutal. Wir gucken hier nochmal rein. Ich habe hier explosives Licht drin. Wenn du eine Sphäre der Macht aufhebst, erhöht sich dir der Explosionsradius und Schaden des nächsten Projektils. Dann haben wir noch Repulsor-Verstärkung drin. Das Besiegen eines leere geschwächten Ziels gewährt ein Überschild. Ist natürlich auch brutal, wenn man diesen Perk mit eingebaut hat, weil wir halt wirklich dann auch Überschild generieren und das tun wir sowieso noch. Kommen wir jetzt zu. Wir gehen rein in den leere Fokus. Ja, wir haben hier als Super, da sage ich auch immer, könnt ihr selber entscheiden, was ihr mitnehmt. Ich nehme hier die Nova-Bombe Katastrophe mit, finde ich einfach am geilsten. Du haust das Ding einfach rein, bam, die Nova-Bombe fliegt langsam, sucht sich Ziele. Die Explosion zersplittern auch noch in kleinere Zielsuchprojektile, also geiles Ding auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Dann heilendes Rift, stärkendes Rift. Beschwöre einen Brunnen der Macht, der alle, der sich in ihm befinden, kontinuierlich heilt. Ich nehme auf jeden Fall immer das heilende Rift mit, rettet mir den Arsch teilweise. Könnt ihr natürlich auch was anderes mit reinnehmen. Ja, müsst ihr wissen. Schubgleiten, auch hier freie Auswahl, was ihr wollt natürlich. Ich nehme Schubgleiten. Taschensingularität ist so eine Art Mini-Nova-Bombe, die wirklich auch ab und zu mal ganz geil ist, muss ich sagen. Ein instabiler leerer Energieball, der explodiert, wenn er in der Nähe eines Ziels ist. Die Ziele werden von der Explosion weggestoßen und sie werden instabil. Instabil bedeutet, das Ziel ist von instabiler leerer Energie betroffen und explodiert, wenn es zu sich Schaden nimmt. Flüchtige Geschosse aus dem leeren Waffen durchdringen die Schilde von Barret-Champions und betäuben sie. Ja, also das Ding
ist auch nur die einzige Ausfall hier tatsächlich. Ist aber ein cooles Ding. Ihr feuert das wirklich ab, bam. Ist wie so eine Mini-Nova-Bombe und hat auch eine ganz gute Reichweite, muss ich sagen. Also gefällt mir schon der leere Nahkampf hier. Vortex-Granate nehmen wir mit. Eine Granate, die einen Vortex erschafft, der Ziele in sein Inneres zieht und ihnen daraufhin regelmäßig Schaden zufügt. Dann haben wir die Aspekte Kind der alten Götter und die Leere füttern. Ja, was machen die? Also, wir gucken mal. Die Leere füttern. Besiege ein Ziel mit einer Leere-Fähigkeit, um Verschlingen zu aktivieren. Also egal wie, wir besiegen ein Ziel mit einer Leere-Fähigkeit, aktivieren Verschlingen. Während Verschlingen aktiv ist, regenerieren Todesstöße Gesundheit und verlängern Verschlingen. Also sozusagen Verschlingen, Verschlingen, Verschlingen. Wir regenerieren Todesstöße und Gesundheit. Da oben steht es auch nochmal, lade dich an der Energie deiner besiegten Feinde, Todesschüsse gewähren dir volle Gesundheit, Granatenenergie und verlängern Verschlingen. Gutes Aspekt auf jeden Fall, würde ich mit einpacken. Kind der alten Götter hat mit drin Schwächen, wir lesen uns das nochmal durch. Verwende einen Rift, um eine leere Seele zu erzeugen. Das ist nämlich das Geile jetzt, wenn du einem Ziel mit, also wenn, das Rift ist ja das Ding hier vorne, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist dieses Rift, heilendes Rift oder stärkendes Rift, ist beides gilt als Rift. Verwende dein Rift, um eine leere Seele zu erzeugen. Wenn du einem Ziel mit einer Waffe Schaden zufügst, fliegt deine leere Seele auf das Ziel zu und zehrt es aus, wodurch es ihm Schaden zufügt und es schwächt. Also jedes Mal, wenn ihr ein Rift erzeugt, bekommt ihr so eine kleine leere Bubble bei euch oben und das nächste Ziel, was ihr anschießt, da fliegt das Teil hin und das finde ich halt auch mega geil für den Endgame-Content, weil da geht man ja auch nicht immer so sehr auf Nahkampf teilweise. Und das heißt, ihr schießt aus der Distanz, das Ding fliegt zum Ziel hin und schwächt es. Was heißt schwächen? Das Ziel nimmt höheren Schaden und sein Bewegungstempo ist verlangsamt. Betroffene Kämpfern fällt es schwer, genau zu zielen. Also coole Sache auf jeden Fall. Wird ein Feind ausgezehrt, erhältst du Granaten und Nahkampfenergie bei heilendem Rift oder Gesundheit bei stärkendem Rift. Das ist auch noch wichtig zu wissen, je nachdem, was ihr nehmt. Also ihr könnt tatsächlich auch das stärkende Rift nehmen und dann habt ihr ja diese Bubble da oben. Und wenn ihr dann einen Feind auszehrt, am besten natürlich einen starken Feind, wo das ein bisschen länger auszehrt, nicht bei einem, der sofort tot ist, erhält man halt bei dem stärkenden Rift trotzdem Gesundheit. Und das ist halt auch mega nice. Aber ich benutze das hier, weil ich möchte gerne auf jeden Fall Granatenenergie haben, schön viele Granaten schmeißen, werden wir auch noch sehen, warum. Ein Sieg über ein durch deine leere Seele ausgezehrtes Ziel gewährt auch nochmal Klassenfähigkeit-Energie. Also wenn ihr dann ein Ziel besiegt, wo diese Bubble hingeflogen ist, bekommt ihr auch nochmal Klassenfähigkeit-Energie. Also geiles Aspekt auf jeden Fall, kann ich empfehlen. Fragmente. Was haben wir drinne? Wir haben drin Echo der Ernte. Das Besiegen von geschwächten Zielen erzeugt eine Sphäre der Macht und einen leeren Durchbruch. Ich muss mal ganz kurz hier einmal. Und ein leeren Durchbruch. Was ist ein leerer Durchbruch? Ein Dimensionsriss voller leerer Energie. Diese leeren Durchbrüche gewähren Klassenfähigkeit Energie, wenn du sie aufnimmst. Ja, wir haben jetzt so eine Art Stasis-Kristalle auch bei Leere. Die sind wirklich nice. Also die seht ihr auch richtig. Das sind so eine kleinen leere Kristalle dann. Und da könnt ihr einfach reinlaufen und die aufnehmen. Also das ist wirklich nice. Das ist dann sozusagen dieser Dimensionsriss. Sieht für mich eher aus wie so ein Stasis-Kristall, nur in leere Form. Echo der Beherrschung. Nach der Unterdrückung eines Ziels erhältst du für kurze Zeit erhöhte Mobilität und deine ausgerüsteten Waffen werden aus der Reserve nachgeladen. Ist nicht so wild, ist jetzt nicht so heftig. Das, was da drunter kommt jetzt, ist geil. Das Besiegen von unterdrückten Zielen erzeugt auch einen leeren Durchbruch. Und jetzt wird das interessant. Jetzt wird es interessant. Wir kommen da gleich nochmal zu. Wir gucken uns erstmal nochmal kurz die anderen Fragmente an. Wenn du die Ziele mit Granaten besiegst, erhältst du flüchtige Geschosse für deine leere Waffen. Mega nice. Wir haben leere Waffen dabei, habe ich euch ja gezeigt. Wir schießen sowieso die ganze Zeit mit Wellenspalter und werfen Granaten, killen damit Gegner, erhalten flüchtige Geschosse und dann sehen wir hier nochmal. Flüchtige Schosse aus deinen leeren Waffen durchdringen die Schilde von Barrier-Champions und betäuben sie. Außerdem, flüchtige Schosse kennt man eigentlich. Du killst den Gegner, bam, bam, bam und alles drumherum explodiert irgendwie auch nochmal. Ist halt auch noch eine wilde, wilde Nummer. Also wirklich geil. Dann haben wir
Echo der Entkräftung, einen leeren Durchbruch oder eine Sphäre der Macht aufzunehmen, gewährt Verschlingen. Verschlingen, lade dich an der Energie deiner besiegten Feinde. Todesschüsse gewähren dir volle Gesundheit, Granatenenergie und verlängern Verschlingen. Ja, gute Fragmente alles, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wir kommen jetzt aber nochmal zu dem wichtigsten Fragment in diesem Bild eigentlich, finde ich. Das ist Echo der Beherrschung, das Besiegen von unterdrückten Zielen erzeugt einen leeren Durchbruch. Wir können dann nämlich in dieser Verbundenheit direkt mal hier ins Artefakt springen. Da haben wir nämlich den Artefakt-Perk Schützender Durchbruch. Das Aufsammeln eines leeren Durchbruchs gewährt dir einen Überschild und oder setzt deinen bereits bestehenden Überschild zurück. Das heißt, ihr habt eigentlich immer ein Überschild, wenn ihr so einen leeren Durchbruch aufsammelt. Und jetzt kommt das Krasse mit Wellenspalter-Kombination. Wir wissen ja, wir haben hier die überladene Batterie. Wenn man eine Sphäre der Macht aufsammelt, wird für eine Weile maximale Power gewährt, bla 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 bla. In diesem Modus werden Ziele durch Feuer, Dauerfeuer unterdrückt. Und das ist das Krasse. Jetzt lesen wir uns das nochmal durch. Das Besiegen von unterdrückten Zielen erzeugt einen leeren Durchbruch. Das heißt, wir killen oder greifen ein Ziel an mit Wellenspalter. Das Ziel wird unterdrückt. Und danach killen wir das Ziel ja auch noch mit Wellenspalter gleichzeitig und erzeugen dann diesen leeren Durchbruch. Und mit diesem leeren Durchbruch bekommen wir dann ein Überschild. Das heißt, wir killen wirklich mit Wellenspalter die Gegner und erzeugen Sphären und leere Durchbrüche. Und das ist absolut stark, weil ihr lauft da rein und habt ein Überschild. Ihr müsst das Ding natürlich aufsammeln, das ist der einzige Nachteil. Aber, wirklich, wirklich stark. Kann ich wirklich mega empfehlen. Gefällt mir richtig gut. Deswegen wollte ich auch dieses Video hier dazu machen. Ja, genau. Das ist eigentlich das, was die wichtigste Info, finde ich, in diesem Bildvideo. Also Wellenspalter für mich hier unverzichtbar. Und ich muss auch sagen, also das ist ja nicht nur für einen Warlock, ne, wenn man sich das mal anguckt. Natürlich, wir haben hier ein Warlock-Lehre-Bild. Ist eine geile Sache, ist eine coole Sache, aber diesen Wellenspalter könnt ihr auch beim Jäger benutzen oder könnt ihr auch beim Titan benutzen. Und auch die Artefakt-Perks, die könnt ihr ja auch beim Jäger und beim Titan benutzen. Also es ist wirklich stark, mit diesem Exo zu spielen. Ja, dann kommen wir zu den Werten. Hier waren wir ja jetzt durch, eigentlich mit den fragmenten Aspekten, Fähigkeiten, habe ich euch gesagt. Dann kommen wir jetzt zu den Werten. Ich würde auf jeden Fall immer empfehlen 100 Belastbarkeit, auch wenn ich das hier nicht spiele. Das liegt aber daran, dass ich hier aufgrund von meiner Rüstung, ich bin beim Warlock jetzt noch nicht der mit der krassesten Rüstung, der die krasseste Rüstung gedroppt hat. Mein Hauptchar ist eigentlich der Jäger. Deshalb habe ich hier jetzt 90 Belastbarkeit. Ich könnte auch 100 Belastbarkeit machen, müsste dafür auf 10 Erholung verzichten. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich kann auf jeden Fall empfehlen, auch für Anfänger vor allem, PvE 100 Belastbarkeit. PvE, wohl bemerkt, ne? Also nicht im PvP. PvE 100 Belastbarkeit. Und das kann ich auf jeden Fall euch ans Herz legen. Ansonsten natürlich Disziplin hoch. Erholung ist auch nicht schlecht. Und Mobilität braucht ihr nicht viel. Da habe ich jetzt leider auch 40. Das geht auf jeden Fall besser. Aber wollte ich euch nur mal gesagt haben. Also wichtig, Belastbarkeit, Erholung, Disziplin. Den Rest könnt ihr ein bisschen aufteilen. Stärke ist jetzt auch nicht allzu wichtig. Intellekt natürlich immer ganz gut, wenn ihr dann die Nova-Bombe haben wollt. Aber ich muss sagen, durch Nezarek Sünde, das Exo, was wir hier mit eingebaut haben, haben wir wirklich brutale Regeneration der Fähigkeiten. Und das merkt man auch einfach im Gameplay. Wirklich stark. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Mods. Also wir sind ja jetzt wirklich von links nach rechts gegangen. Wir haben den Fokus, wir haben die Waffen eigentlich durchgegangen. Wie gesagt, oben könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Dann haben wir hier die Werte. Dann kommen wir jetzt hier rechts zu den Mods, die wir eingebaut haben. Ich habe auch eingebaut im Helm schwere Munitionsfinder, harmonischer Siphon zweimal. Ihr könnt natürlich auch in den Helm statt harmonischer Siphon nochmal, wenn ihr wollt. Also das ist halt natürlich geil, harmonischer Siphon, weil mit schnelle leere Waffen Todesschüsse erzeugt eine Sphäre der Macht. Das heißt, ihr erzeugt nochmal eine Sphäre der Macht. Mit Wellenspalter macht man wirklich teilweise schnelle Kills. Ist schon stark, deswegen habe ich das hier auch gleich doppelt eingebaut. Erhöht die Stärke der erzeugten Sphären, wenn ihr
das einbaut. Also die Sphären sind einfach effektiver dann. Ihr könnt natürlich auch Sekundärmuni noch einbauen, kann ich empfehlen, also Spezialmunitionsfinder, weil Wellenspalter ja Spezialmunition braucht und ihr spielt wirklich viel mit diesem Sprühgewehr bei diesem Bild. So, dann, ja, das war es eigentlich schon. Schwere Munitionsfinder, harmonischer Siphon und Spezialmunition. Also das sind so die Dinger, die ich im Helm hier empfehlen kann. Ihr könnt auch euch mit euren Kollegen absprechen, wenn ihr eine Aktivität spielt, die ihr zusammenspielt. Da könnt ihr auch noch den schweren Munitionsspeer einbauen. Je nachdem, was ihr mehr braucht, ist auch jedem eigentlich selbst überlassen hier, muss ich wirklich sagen. Dann in die Arme haben wir eingebaut Feuerkraft, deine Granatentodesschüsse erzeugen eine Sphäre der Macht, weil wir auch viele Granaten werfen und auch damit Todesschüsse machen wollen. Dann haben wir Detonationsschub, gewährt Klassenfähigkeit Energie, wenn du Schaden mit einer Granate bewirkst. Das heißt, wir laden nochmal die Klassenfähigkeit auf. Dann haben wir Schwerhändig, deine aufgeladenen Nahkampf-Todesschüsse erzeugen eine Sphäre der Macht. Also, ja, das sind so die Mods, die wir hier eingebaut haben im Arm. Auch hier viel freie Wahl, muss ich sagen. Was natürlich wichtig ist, wie immer, in der Brust, Scharfschützenresistenz, Stoßdämpfer finde ich eigentlich immer stabil. Die Dinger bringen euch heil durchs Endgame, kann ich nur empfehlen. Ihr könnt natürlich auch dann hier die, je nachdem, was in dem Dungeon, was in dem Spitzenreiter oder was in dem Lost Sector vorkommt, könnt ihr je nachdem auch Arcus, Solarwiderstand, Leerewiderstand oder so und so weiter einbauen. Wie ihr wollt, das ist euch selbst überlassen auch. Aber ich spiele grundlegend für das Bild einfach immer schon mal Stoßdämpfer und Scharfschussresistenz, einfach wenn man vielleicht auch mal vergisst, ach, jetzt habe ich da keine Mods eingebaut, dann müsst ihr die auch manchmal wechseln, einfach je nachdem, was für Gegner ihr da habt und so weiter, ne? Dann gehen wir in den Beinschutz. Hier absolut empfehlenswert, leere Waffenwoge. Würde ich reinsetzen, rein damit. Deine leere Waffen halten einen kleinen Schadensbonus, solange du eine Rüstungsladung hast. Deine Rüstungsladung zerfällt jetzt mit der Zeit. Die Rüstungsladung zerfällt mit der Zeit. Rein damit, leere Waffenwoge. Ich habe die gleich doppelt drinne. Mehrere Kopien dieses Mods können gestapelt werden, wie wir wissen, steht da unten ja. Ja, genau. Verminderte Wirkung übrigens, ne? Also, ihr habt denn bei der leeren Waffe, wo ich weiß gerade die Prozentzahl nicht, 10% extra Schaden. Bei der zweiten habt ihr dann nur noch 2,5% extra. Dann habt ihr insgesamt 12,5%. Aber ist egal. Ich würde sie reinbauen. Ihr könnt auch statt der zweiten noch was anderes reinsetzen, wie ihr wollt. Aber eine würde ich auf jeden Fall reinsetzen, weil wir spielen hier wirklich effektiv mit leeren Waffen und vor allem mit der leeren Waffe Wellenspalter, ne? Dann haben wir Elementarladung beim Einsammeln eines Feuersprays, bla 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 bla. Hier, das ist wichtig, beim Einsammeln eines Leere-Durchbruchs oder beim Zerstören eines Stangewehrs besteht die erhöhte Chance, dass du eine Rüstungsladung erhältst. Und wie wir wissen, erzeugen wir viele, viele leere Durchbrüche und ja, also rein damit Elementarladung. Stark. Ist ja ein relativ neuer Mod. Warlock Reif, Zeitausdehnung, weil wir hier zweimal die leere Waffenwoge eingebaut haben. Mit der Zeitausdehnung hält die zerfallende Rüstungsladung länger an. Bomber habe ich zweimal noch reingesetzt, reduziert die Abklingzeit der Granate, wenn die Klassenfähigkeit Energie eingesetzt wird. Man muss auch mittlerweile sagen, bei den Mods, man kann relativ selbst entscheiden, was man einsetzt. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen kann, ist natürlich leere Waffenwoge und auch der harmonische Siphon bezüglich zu den leeren Waffen, mit denen wir auch spielen, bezüglich zum Wellenspalter, mit dem wir auch spielen. Ja, ich glaube, damit sind wir hier wirklich jetzt alles durchgegangen. Ich habe für euch hier gleich nochmal ein Gameplay im Nachhinein. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wie das Ganze dann abläuft. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, das Bild hat euch gefallen. Ist natürlich sehr, sehr bezogen auf die Waffe diesmal. Finde ich aber auch mal ganz geil, dass nicht immer alles davon abhängt, welche Rüstung man benutzt. Genau. So. Ja, wir gehen weiter zum Gameplay. Bleibt dabei, lasst ein Abo da, wenn euch das gefällt. Lasst ein Like da, kommentiert auch und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das läuft. Und tschüss und bis zum nächsten Mal von Banks Games. Bleibt dran, schaut euch das Gameplay an.